Montag. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, die letzte Folge ist schon wieder eine Nacht lang her. Ich habe schon wieder total vergessen, was wir gemacht haben. Aber ich schaue mal eben nach, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Wir sollen einmal den Wunderwuchstränke brauen. Den Wunderwuchstränke brauen. Das war jetzt ein toller Satz, ehrlich. Benutze den Kessel, das ist mir schon klar. Ich wollte eigentlich lieber wissen, was ich dafür jetzt genau brauche. Schauen wir mal nach. Also, brauchen wir normale Erde für. Na gut, wir haben aber noch keine im Kompost drin, glaube ich, oder? Nee, ich habe nur eins von diesen Dingern da drin, okay. Na gut, beziehungsweise nicht gut. Dann können wir das jetzt auch nicht auf Anhieb machen. Wieso drücke ich jetzt heute ständig die falsche Taste? Hilfe, Hilfe. Eine Nacht lang nicht mehr gespielt und schon das totale Chaos. Ich weiß nicht mehr, was ich hier eigentlich tue. Denn sie wusste vorher schon nicht, was sie tat. Und jetzt weiß sie es noch weniger. So, eben schnell Wasser auffüllen mit der rostigen Gießkanne. Ich hoffe, dass die nicht irgendwann mal Löcher kriegt und wir dann gar nichts mehr machen können damit. Haben wir hier irgendwo... Ich meine, bei meinem Glück wahrscheinlich wieder nicht. Mal wieder nirgendwo Unkraut. Ich meine, jeder wünscht sich, dass der Garten unkrautfrei bleibt. Und wir suchen das Unkraut, weil wir es unbedingt brauchen. Verdrehte Welten. Oh, eine Distel habe ich aber gefunden. Das ist schon mal positiv. Ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht ständig räuspern, weil ich habe eben was gegessen. Und habe irgendwie... das Gefühl, ich habe noch was im Hals hängen davon. Ich wollte mir das für später auch sparen, so wie es aussieht. Okay. Also hier finde ich jetzt so auf Anhieb nichts. Ah, aber was wir machen wollt. Ja, ich weiß noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Was haben wir überhaupt heute? Montag? Ich weiß noch was ganz, ganz Wichtiges, was wir machen wollten. Und zwar, wir könnten dann in der Zeit zwar mal schauen, dass wir noch was angeln, falls die noch nicht da sind, weil die sind irgendwie alle noch im Schlafen. Keiner macht den Laden auf. Oh doch, Moment. Hier müssen wir rein, ne? Hallöchen, guten Morgen. Hey, Lena. At the till again? Well, I have to be. Since my dad retired a few years ago, it's just me running this place. Parker helps when he can, but he has his workshop. Sometimes I pay Sebastian to help me restock the shelves if he wants new grip tape for his skateboard. But otherwise, it's all me. Okay, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Mehl war es. Achso, das ist Reis da drin. Genau, Mehl war es, meine ich. Dann nehmen wir mal... Ich weiß gar nicht, wie viele Fische ich habe. Es ist jetzt sau viel, aber wir spielen hier mal auf Risiko. Wir nehmen mal ganz viel Mehl. So, ist das eigentlich die Einzige, die um die Uhrzeit eigentlich am Arbeiten ist? Sind die alle noch am Pennen oder was? Leute, wir haben 8 Uhr. Also 10 nach 8. Um 8 Uhr müsst ihr eigentlich schon auf der Matte stehen. Ihr seid doch alle selbstständig. Was ist denn mit euch los? Selbst ich, und ich mache in Anführungszeichen nur YouTube um die Zeit morgens. Also morgens bis mittags, danach habe ich dann keine Zeit mehr. Selbst ich stehe immer kurz nach 8 auf der Matte. Also hallo, ja? Na gut, nicht immer. Es passt nicht immer zeitlich. Manchmal kann ich es dann auch nur im Nachmittag machen, aber ihr wisst, was ich meine. So, was ist das denn? Kuros. Davon haben wir doch irgendwie... Ah nee, das haben wir geangelt, das Rezept. Ne? Da oben ist es doch, genau. So, wir haben... Wieso haben wir nur 2 Fische? Oder müssen wir das mit einem speziellen Fisch machen? Ach, da brauchen wir den Schnapper für. Das kann man ja gar nicht mit jedem Fisch machen. Wollt ihr mich veräppeln? Und dafür habe ich jetzt mein ganzes Geld ausgegeben. Ach nee, man kann es doch mit jedem Fisch. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Mach mal nochmal Fischstäbchen und mach mal nochmal Fischstäbchen. Ihr könnt mich doch alle mal. Wir wollen reich werden hier in Wildflowers. Nein, okay, ich will nicht reich werden. Haben wir mit Oma eigentlich heute schon gesprochen?
Ja, aber da ist nur das Pflanzensymbol, ne? Wir sind ja eigentlich böse. Unsere eigene Oma sagen wir noch nicht mal guten Morgen. I went by that newfangled church, the consciousness center or whatever you call it, shortly after Cameron moved here. He's a nice sort of fellow and I think he means well. But he's not terribly bright, unfortunately. Grandma? I know the poor man can't help it. I just hope he doesn't cause too much trouble around here. Hallo, der arbeitet für die Kirche, der kann nicht besonders helle sein. So, okay. Also an alle, die eventuell mit der Kirche zu tun haben oder dort arbeiten, es tut mir leid, ihr seid nicht gemeint. Fischstäbchen, genau. Jetzt laufen wir rein und das sogenannte Restaurant hat zu, Wetten. Ich sehe es schon kommen. Hey, ich halte dich mal davon ab, in die Schmiede zu gehen. So, the other day, I asked Kim if I could buy a couple of pints of pig's blood. For what? You know, do I even want to know? To make my Seton family blood pudding recipe, of course. Ugh. But they got all grossed out. What kind of butcher gets grossed out on blood? Maybe it's not so much the blood as the cooking it into a pudding. On purpose. Hey, don't knock until you try it. Anyway, they didn't have any to sell me, since there's no ranch here anymore. Also, ich habe kein Problem mit Blut, ja? Ich habe auch kein Problem damit, mir in Filmen Gedärme anzugucken, die rumspritzen oder verteilt werden oder sonst was. Aber Tierblut muss wirklich nicht sein. Oder generell irgendwie so... Parker and Lena are wonderful citizens. So industrious. It's a shame their children don't take after them. They're just kids. There's still plenty of time. Maybe. But the number of places in Town Hall where those two have hidden whoopee cushions is obscene. Ja, es sind halt Kinder. Mein Gott, werd doch erwachsen, Junge. Die können doch nichts dafür. Naja, gut, es ist schon ein bisschen übertrieben, vielleicht, was sie machen, aber... I dared Emmy to go in Shelby's cabin when he wasn't around, but she was too chicken to do it. I wonder what he keeps in there. I bet it's something really weird. I think that's just his home, Finn. And you shouldn't go in without being invited. I know, I know. Naja, streng genommen wollte er auch nicht rein. Er wollte jemand anderen reinschicken. I asked Violet if I should help her out in the store, and she got all offended. The store is like... her thing, I guess. Plus, she said I had to focus on school so I could get into a good college. But pro skateboarders don't need college degrees. Oh Gott, nein, bitte. Ich meine, ich habe auch Fachabi mit Qualifikation, ja? Ich schreibe Bücher, bin bei YouTube, bin selbstständig. Also, Leute, lernt was. Macht die Schule gut zu Ende, dann steht euch alles offen. It must be nice living with your grandma. She makes really good pie. Don't tell Sophia, but I like Hazel's better. Und du noch? Mom's always going on about curfew. Oh, but please, I couldn't get in trouble on this island if I tried. Ja, mit der muss ich auch noch reden, ne? Ich mag die nicht. Ich weiß auch nicht. So has Hazel taught you any of her tricks yet? Sorry, what? You are learning how to run the farm, yes? I hope it's not indiscreet to say so, but Hazel has indicated to my husband that she would like to leave the farm to you. Oh, right, yes. I'm learning how to help out so she can rest and get better. Right, of course. Have a nice day, Tara. Und ich meine immer noch, dass die mit in diesen Zirkel da drin ist. So, läuft uns hier noch irgendjemand über den Weg? Ist die Werkstatt offen? Mit dem können wir auch noch mal kurz reden. Hallöchen. Lena's always stressed out when the kids get out for summer break. But I like it when they hang around my shop. And Finn keeps his hands off the power tools when I tell him to. Most of the time. Meistens. Okay. Immer wäre vielleicht besser gewesen, aber naja. Ich meine, gut, es sind Kinder. Aber es darf natürlich nicht gefährlich werden. Das muss man auch dazu sagen. So, irgendwo hier unten, da ist die Kapelle. Da müsste er auch noch drin sein. Ich sage jetzt mal Kapelle, keine Ahnung. Kirche, Kapelle, ist mir doch egal. Irgendwas Christliches. Mrs. Soft has been so supportive since I opened my chapter here. I think she can sense the good I can do for the community. Fairhaven couldn't have a fairer First Lady. Ob die fair ist, weiß ich nicht. Ich meine, die kommt ja ganz nett drüber, aber irgendwie ist die auch so
Abstoßen ist vielleicht das falsche Wort, aber... Nein, jetzt sag mir nicht, die geht wirklich nicht arbeiten. Och, ihr könnt mich mal. Ich mache hier 2 Millionen Fischstäbchen gefühlt und krieg nichts dafür, weil die blöde Kuh nicht da ist. Your dad was the one who ran the bar, right? What did your mom do when your parents still lived here? She set up a pharmacy where Amira's clinic is now. Some folks didn't take her seriously at first, seeing that she wasn't from Fairhaven or a doctor. But you only disrespect Kaya and Timbu Haas once, before you learn never ever to do it again. Moment, das ist doch eine ausgelernte Ärztin, hat sie doch erzählt. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Every night I tell myself I should go hang out at Damon's bar. Make more of an effort to, like, put myself out there. And almost every night I stay on the couch binge-watching some show I've already seen a million times. Also, die werde ich nie verstehen, ganz ehrlich. Was ist dagegen, was spricht dagegen, andere Leute zu treffen zum einen? Und zum anderen, was spricht dagegen, wenn man sich eine Serie anguckt, die man gerne guckt? Ich meine, gut, das klang bei ihr jetzt eher depressiv. Gehst du mal da weg, ich will dich nicht wieder im Bild haben, wenn ich sie anspreche. Hau ab! Ah, jetzt. So, wir beide, wir müssen mal reden, weil du stehst nicht in deinem Laden. Ich brauche dich aber im Laden. Last night, it took me an hour to find Juliet, and I found her just sitting by the lake, drawing. She didn't realize it was 10 p.m. already. That girl. She was born with a caul over her face. Did you know that? Worrying me from the moment she came into this world. Ja gut, sie war am Zeichnen, da vergisst man eben. Zeichnen, schreiben, aufnehmen, da vergisst man die Zeit eben. Das ist nun mal so. Okay, also hier scheine ich jetzt bei Shelby, der einzige Name, den ich mir behalten habe, müsste ich nochmal vorbeigehen. Wo ist denn hier unsere Flower Power Expertin eigentlich? Der Laden ist zu, ne? Der war oben. Bin ich jetzt eigentlich oben? Ich muss ja eh nach oben. Ja doch, da bin ich aber rumgegangen. Nee, dann war der Laden auch zu. Dass sie alle nicht arbeiten, Mond. Also vor allen Dingen diese komischen Arbeitstage und Arbeitszeiten. Das ist irgendwie richtig schrecklich. Eine Alraune? Ja. Perfekt. Ja, Bäumchen würde ich auch gerne machen, aber ich würde ehrlich gesagt... Ah, Hallöchen. Helena was such a great teacher. She really loved kids. Would have liked to have had more than just Otto, but sometimes the currents don't go the way you want them to. Das klang jetzt so ein ganz klein wenig pervers. Aber ich meine, wer ein Kind bekommt, kann im Regelfall natürlich, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber der kann ja auch mehr bekommen. Gut, wenn es dann nicht so klappt, wie sie es gerne hätten, dann ist das schade. Mit dir wollte ich nur sprechen. Shelby. Hi, Shelby. Bruno gave me a rod. Thought I might try my chances at the lake. You'll do better if you aim where they're going to be. No point going where they were. Ja, das kann ich nicht so wirklich beeinflussen, ehrlich gesagt. Aber danke für den Tipp. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Müssen wir überhaupt noch irgendwas tun, fällt mir gerade ein. Das können wir aktuell noch nicht, da brauchen wir Erde für. Wir brauchen aber auch Erde für das nächste Beet. Das ist für mich persönlich vielleicht sogar noch wichtiger, weil das gehört, wenn ich mich richtig erinnere, zur Hauptstory. Und ich will ja mit der Oma weiterkommen. Das Feld fürs Gemüsefeld. Parker kann ein zusätzliches Gemüsebeet für dich anlegen, wenn du ihm genug Erde bringst. Habe ich nicht. Woher zum Teufel soll ich die Erde herkriegen? Wenn ich die wenigstens kaufen könnte oder sowas, ne? Ja, die Bohnen, die sind auch bald fertig, aber damit werden wir heute definitiv nicht mehr fertig. Vielleicht mit viel Glück am nächsten Tag. Kann man das nehmen hier? Nee, ne? Das heißt, eigentlich können wir gar nicht so viel machen im Moment. Das ist doof. Ich meine, mit den Leuten noch sprechen, okay. Ich befürchte, dass es solche
Folgen dann auch immer mal wieder zwischendurch gibt. Ich wollte ja eigentlich nebenbei ein bisschen grinden, also jetzt so Holz holen, dann den nächsten Tag machen und da noch wieder was holen oder angeln oder was weiß ich. Moment, Nee, mit ihm haben wir vorhin gesprochen, ne? Ach, das warst du gar nicht mit der Schmiede, du warst der Bäcker. Ja. Wie komme ich denn jetzt auf Schmiede? Ich habe keine Ahnung. Ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch. Sie ist in der Schmiede, das ist klar. Aber ich dachte, oder war das dann eine... Ouch! Ah! Is everything okay, Natalia? I just smashed my thumb with my hammer. I don't know why I ever thought I could do this. I was an insurance claims adjuster. Sat behind a desk my whole life. Würdest für dich selbst jetzt die Haftung ablehnen? Ich habe mir fast einen Spieß durch den Fuß gerammt. Wo denn das? Am Schreibtisch ist es sicherer. Oh, tell me the truth. Would you deny your own claim right now, based on the thumb owner's negligence? Don't make me laugh. I'll drop my hammer again. And yes, I suppose I would have to deny this claim. Oh, thanks for letting me vent some steam. Speaking of which, I better get back to my forge. Look, I know coming to Fairhaven was the right choice for me. Maybe someday I'll tell you that story. It's hard for me to even believe it sometimes. Ah. Eine neue Freundschaft. Darf ich trotzdem noch mit dir reden? Ja. Angus makes the best bread. Even if he gives me a hard time for always leaving the first slice in front of the door of my house. And why do you do that? Oh, it's just an old superstition my dad taught me. It's supposed to appease the house elves. Of course, I don't believe in any of that. Not really. Messenger Cameron says that the first step in climbing the mountain of consciousness is leaving behind old beliefs that no longer serve you. Ich guck noch mal. Aber das... Oh, Moment. Ah, jetzt kann ich sogar eine Eisengießkanne... Konnte ich die vorher auch schon holen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ich brauche immer noch dieses verdammte Eisen. Ich verstehe das nicht. Oder, Moment. Eisenbarren? Nee, kann ich nur herstellen. Kann ich nicht kaufen bei ihr. Das ist so dämlich. Vor allen Dingen, das... Wir kommen ja auch nicht weiter. Ich weiß nicht, ob wir dann eventuell nach dem... Nach dem Beet die Spitzhacke irgendwann mal endlich bekommen. Keine Ahnung. Ich kann aber... Nee, ich konnte ja nichts ernten, ne? Ich kann wahrscheinlich, weil ich ja jetzt eben noch... Nee, noch einen Tag steht da drin. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil ich ja eben noch gießen konnte. Deswegen kann ich jetzt vermutlich nichts machen. Ja, dann würde ich leider sagen, dass wir dann nochmal so ein bisschen in Anführungszeichen langweilige Arbeit hier machen, wie so ein bisschen angeln. I don't have any bait. Oh, ach ja. Maybe I should visit Bruno's shop? Ach nein, und der ist jetzt nicht da. Wir können auch nicht angeln. Na toll. Also dann ist das Einzige, was wir heute tatsächlich noch am Tag machen können, ist ein bisschen Holz hacken. Was haben wir denn hier? Hier haben wir alles nur noch große Sachen, ne? Ich kann auch nichts machen. Ne? Ich habe keine vernünftige Axt, mit der ich dann größere Bäume abhacken kann und nichts. Hier die Sachen kann ich auch nicht wegmachen. Ist schon ziemlich nervig jetzt am Anfang. Also ich habe mich mega in das Spiel verliebt. Versteht das jetzt bitte nicht falsch. Da ist noch ein Pilz. Und ich spiele es auch, beziehungsweise Let's Plays auch wahnsinnig gerne. Hier ist gar nichts Kleines mehr. Oh Gott. Ja, Let's Plays auch wahnsinnig gerne. Ich finde auch die Grafik unheimlich klasse. Jetzt dürfen wir allerdings wieder von links nach rechts laufen. Das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass das immer so lange dauert, bis man dann drüben ist. Was ist denn hier eigentlich heute drin? Kann ich nicht holen. Habe ich auch nicht. Und von dem Fliegenpilz habe ich auch nur einen. Na gut. Obwohl, was ist denn das überhaupt? Moment. Calcium. Wahrscheinlich auch irgendwas, was ich dann über die Mine vielleicht machen, also herstellen kann oder so. Keine Ahnung. Dass ich da vielleicht irgendwas ernten kann sozusagen. Ernten ist natürlich das falsche Wort. Wo ich das dann klein reiben kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise... Oh, Moment, da ist noch etwas. Ja.
Da wir ja leider nicht viel mehr machen können, die Nacht können wir jetzt auch nicht machen. Die werden wir aber definitiv auch nochmal anschauen gleich. Weil 45, fürs Gemüsebeet, haha. Das ist ja, eigentlich ist es ja ein Witz, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hier kommen jetzt nur zwei raus, oder was? Oder kommen hier auch drei raus? Ne, drei, okay. Immerhin etwas. Ja, ich finde es halt ein bisschen doof, dass wir jetzt hier nicht weiterkommen. Ich bin so wahnsinnig aufgeregt und was wir alles machen können und so. Klar wollen die nicht, dass das Spiel zu schnell vorbei ist, dass man lange Zeit damit verbringt. Hallo? Ja, du sollst hauen? Mehr wollte ich doch gar nicht. I'm all out of strength. I could make or buy some food or try again tomorrow. Nee, aber ehrlich gesagt will ich. Obwohl, ne, ich weiß nicht. Habe ich noch was anderes? Was Fertiges? Nee, ne? Nee, dann will ich auch gar nichts essen. Weil die Fischstäbchen, wie gesagt, die möchte ich nicht verbrauchen. Ja, es tut mir leid, aber wir müssen mal wieder unseren Turbo hier einlegen. Was gut ist, dass das dadurch schneller läuft, was aber auch ein bisschen blöd ist, weil man dann trotzdem warten muss. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal 1:30, wo wir es jetzt angemacht haben, am Nachmittag. Müssen dann quasi noch einen halben Tag, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, warten. Dann können wir eigentlich auch nur mit denen reden, weil die Aufgabe machen kann ich auch nicht. Ist schon ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt, gerade für mich. Naja. Aber gut, nichtsdestotrotz, wenn man es privat spielt, ist es nicht so schlimm. Dann geht man halt irgendwie schlafen oder was weiß ich oder, ne, redet halt mit denen, nächster Tag fertig. Für mich ist es jetzt ein bisschen frustrierend, weil ich schon gerne jeden Tag natürlich was Neues in die Folge mit einbauen möchte. Wie jetzt zum Beispiel heute werden wir zur Hexe. Morgen lernen wir irgendeinen Zauber. Dann geht es wieder weiter damit und was weiß ich was. Also das finde ich halt immer so schön bei, ja, normalen Spielen. Ich schätze, hier müssen wir aber auch die ein oder andere Folge in Kauf nehmen, wo wir dann wirklich nur durch die Gegend laufen und mit den Leuten reden und ansonsten nicht so viel machen können. Leider, leider, leider. Wundert euch aber nicht, wenn es mal ein ganz anderer Tag ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel montags mich verabschiede und donnerstags erst wiederkomme, dann habe ich vielleicht doch zwischendurch irgendwie noch gegrindet und habe mich einfach hingelegt und mit niemandem gesprochen. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, weil ich wahrscheinlich jeden Tag wirklich zu jeder Person hinrennen werde. Aber, naja, kann ja trotzdem sein, dass das mal irgendwie passiert. Deswegen schon mal meine kleine Vorwarnung. Ja, ist nicht mehr so viel Zeit, aber ich werde trotzdem hier einen kleinen Cut machen. Und sobald ich dann hinten weitermachen kann, es dunkel ist, schalte ich euch wieder hinzu. Bis gleich. So, es ist dunkel. Unser Kätzchen kommt auch wieder. Das können wir auch nochmal streicheln. Ja, du bist so süß. Oma ist auch schon unterwegs. Was ist mit dir? Mit dir können wir nicht mehr reden. Schade. Das würde ich aber gerne mal wissen. Die rennen einfach durcheinander. Okay, kein Problem. Oma ist nicht so schnell zu Fuß. Deswegen gehen wir schon mal vor. Ich dachte, vielleicht kommt er jetzt auch mit hier hoch. Dann wird er sich zwar enttarnen. Aber okay. Was machen die denn hier Magisches? Hallöchen. We have to meet at night to keep the coven secret from the townsfolk, but make sure you get your sleep. Tired witches just brew up trouble, and not the good kind. Okay. Is all the secrecy and fancy speech getting to you yet? Is it that obvious? I was the same at the start. It's annoying, but worth it. Das hat er aber letztes Mal auch schon gesagt. Witchcraft can make any task easier. It can make the lives of those around you easier. You must keep working at it, but don't ignore the rest of your life. It is a balance. Ja, aber was soll ich tun, ne? Ich meine, ich kann es ja noch nicht lernen im Moment. Ich dachte gerade, man kann ja was einsammeln, aber das ist einfach nur... The altar is where we perform important rituals, like turning the season. Continue with your training, honeybee, and you'll be prepared when the moment comes. Okay. A farseer's advice may seem unclear,
But if you really listen, everything he says makes sense in the end. Ach so, das musste ich bei ihr machen. Ja, aber darüber will ich nicht mit dir reden. Ah, okay. Don't go near the Standing Stones. Our coven has kind of a bad history with them. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Mann, ich denke mal, dass das da, dass damit oben die... hier war ich übrigens noch nicht, aber hier kann man auch nichts machen soweit, ne? Dass da oben diese Steine damit gemeint sind. Aber erstens hält mich keiner auf, wenn ich hier hochrenne. Zweitens kann ich hier nichts mitmachen, genauso wie vorher auch. Also von daher kann man auch nicht hochlaufen oder so, ne? Nee. Ja. Ich meine, ist schon eine süße Ecke hier, auch mit diesen leuchtenden Dingern da. Auch wenn die irgendwie so gar nicht hier reinpassen, weil es sieht so ein bisschen, ja, nach Wasserpflanzen aus. Hier ist auch nichts mehr am Blühen, das heißt, da kann ich auch nichts mehr holen. Schade. Schade, schade, schade. Dann würde ich sagen, nehme ich euch mal mit auf den Weg ins Bettchen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal auf den Weg dahin von euch. Irgendwie werde ich jetzt gerade selber ein bisschen müde, wenn ich hier so rumlaufe. Und das alles so, ja, diese nächtlichen Geräusche, sage ich jetzt mal, überall sind. Sag mal, wie lange bleiben die Tauben hier eigentlich wach? Die kann man sowohl ganz spät abends wie auch ganz früh morgens kann man denen begegnen. Ich hoffe inständig, also die mit dem Restaurant in Anführungszeichen, Sophie oder Sophia, die sollte auf jeden Fall da sein, weil die nur montags nicht arbeitet. Ich hoffe sehr stark, dass wir auch neue Köder kaufen können. Weil er war jetzt leider nicht da, der lief jetzt nur hier rum. Ich bin wirklich gespannt. Das war jetzt wirklich eine sehr, sehr gemütliche Folge für mich genauso wie für euch. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge vielleicht endlich mal wieder ein bisschen was weitermachen können. In der Hoffnung auch, dass ich endlich mal wieder irgendwo Unkraut finde hier, weil, wie gesagt, ach, ich weiß, mit wem ich nicht gesprochen habe. Mit dem Indianer. Mist. Und ja, ich lasse mir das Wort nicht verbieten. Indianer, Indianer, Indianer. So, damit einen schönen Gruß an Winnetou und Co. Und gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao. Should I go to bed?